Nein, nein. Also ich glaube, so ein Wunsch, der muss reifen und der braucht auch ein gewisses Umfeld. Und also ich hatte jetzt nicht so ein musikalisches Umfeld, als ich aufwuchs, und dementsprechend längere Zeit musste dieser Wunsch reifen, und das hat bei mir gedauert bis eigentlich jenseits der 20. Ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, die man da also so im geistigen Sinne macht. Die dann so einen gewissen Punkt erreicht, wo man denkt, okay, jetzt füge ich dieser ganzen Musikwelt noch meinen eigenen Teil bei. Und das ist ja auch irgendwie so eine Schwelle, die man da übertritt. Und das ging bei mir nicht so flott. Also generell denke ich, ist man schon mit diesem Wunsch, Komponist zu werden oder das dann auch zu machen, so permanent in der Auseinandersetzung mit Klangqualitäten, mit Klängen, mit Klangphänomenen. Und insofern hat man da immer sozusagen eine offene Antenne. Und insofern ist das Problem nicht, dass man jetzt keine Einfälle hat, glaube ich. Also es gibt sicher Phasen, wo es schwerer fällt, wo man vielleicht mehr ringt oder so. Aber prinzipiell denke ich, ist das Element, so wie der Fisch niemals verlegen wird, schwimmen zu können.